Schnappen. Bist du verrückt geworden? Sie hat eine Knarre und wird nicht zögern, auf uns zu schießen. Ich will lieber ein Feigling als ein toter Held sein. Also nimm die Beine in die Hand. Hey, was machst du denn? Ich habe alles gründlich durchsucht. Sie können sich ganz sicher fühlen. Sie fahren ja wie der Teufel. Ach, Entschuldigung wegen der Kurven. Na ja, schon gut. Danke für Ihre Hilfe. Wo sind wir hier überhaupt? Das Jagdhaus gehört der Familie. Es steht meistens leer. Nur im Winter wird es manchmal benutzt. Das merkt also keiner. Sie müssen nur die Fensterläden geschlossen halten. In den Schränken da drüben finden Sie Vorräte. Nehmen Sie sich einfach, was Sie brauchen. Sie sind also gut versorgt. Ich bin spät dran. Ich muss jetzt los. Sind Sie nun beruhigt? Ja, wenn niemand weiß, dass ich hier oben bin. Das wissen nur Pearl und Cruz. Meiner Ansicht nach sind Sie hier oben vollkommen sicher. Meinen Sie? Ja. Der erste Grundsatz im Krieg war, du darfst nie etwas voraussetzen. Das kostet dich den Hals. Und wer immer es ist, der mich umbringen will, er besitzt so etwas wie einen sechsten Sinn. Also werde ich meine Augen ständig offen halten müssen, weil irgendjemand dabei draufgehen kann. Das werde nicht ich sein. Wo willst du hin? Hier zum Fenster. Weißt du, Cruz, als ich in den Bergen war, habe ich mich jeden Tag daran erinnern müssen. Ich meine diesen Blick genau aus diesem Fenster. Diese Erinnerung und das Wissen, dass du auf mich wartest, das hat mir Halt gegeben. Und jetzt sehnst du dich nach den Bergen, obwohl du endlich zurückgekehrt und hier bei mir bist. Da ist so viel, woran ich denke. Ja, ich denke oft darüber nach, verstehst du? Ich versuche mich zu erinnern. Ich weiß, da war in meinem Wagen eine Frau. Ich habe sie mitgenommen. Sie hat mich dazu gezwungen, irgendwo hinzufahren. Und dann, keine Ahnung, vielleicht ein Schlag und ich wurde bewusstlos. Oder ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Die Erinnerung setzt wieder ein, als ich bei Kane war. Komm doch zu mir rüber. Ich will wissen, wer mir das angetan hat. Wieso fällt mir das nicht mehr ein? Naja, ich halte es für denkbar, dass du dich vielleicht überhaupt nicht daran erinnern willst. Ich denke drüber nach, was passiert ist. Und mir ist klar, dass das leicht wieder geschehen kann. Dass jemand wie Elena einfach meine Träume zerstört. Glaub mir, ich werde auf keinen Fall zulassen, dass so etwas passiert. Ich glaube dir, das tue ich wirklich. Aber ich habe manchmal Angst. Als wüsste ich, dass irgendjemand da draußen ist. Ich habe das Gefühl, dass er auf mich wartet. Davor habe ich Angst. Mein Liebling, komm her. Ich habe das Gefühl, dass das keine guten Nachrichten sind. Du kannst es gerne lesen. Was ist das? Einige freundliche Zeilen vom Prüfungsausschuss der Polizeiakademie. Lass mich vorlesen. Sehr geehrter Mr. Wallace, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihren Antrag auf Einschreibung an der Polizeiakademie zurückstellen müssen, bis Ihre Eignung durch weitere Nachforschungen festgestellt worden ist. Eine flüchtige Überprüfung Ihrer Unterlagen zeigt, dass Sie in der Vergangenheit durch gewalttätiges Verhalten aufgefallen sind. Somit ist Ihre charakterliche Eignung für den Polizeidienst ernsthaft in Frage gestellt. Niemand hat mich überprüft. Alles Unsinn. Dahinter steckt nur Timmons. Denkst du, dass er auch dazu fähig ist? Denk dran, was er dir angetan hat. Der kennt keine Rücksicht, den kümmert es einen Dreck, wen er ruiniert. Es muss doch eine Berufungsstelle geben, wo du Einspruch erheben kannst. Na klar gibt's die. Ich habe den Prüfungsausschuss angerufen und es geschafft, dass jemand von Ihnen hierher zu mir kommt. Er sieht sich genau an, ob ich meinen Laden auch gut führe. Na toll, ich bin sicher, alle, die dich kennen, bürgen auch für dich. Und du? Machst du Witze? Diese Leute stellen ziemlich harte Fragen. Mach dir keine Gedanken. Mach dir keine Sorgen. Ich will, dass du glücklich bist und dafür nehme ich es mit dem ganzen Polizeiapparat auf, wenn es nötig ist. Übrigens, das wäre eine fantastische Gelegenheit, unseren Staatsanwalt in die Pfanne zu hauen. Ach, du kleiner Teufel. Ja, richtig. Geht's dir besser? Sehr viel besser. Ich habe ja auch keine Angst, wenn wir zwei zusammen sind.
Tja. Das ist doch gut so, denn jetzt hast du mich am Hals. Was sagst du umgekehrt? Beruht das auf Gegenseitigkeit? Mir gefällt es, dass ich dich am Hals habe. Ich bin froh, dass es so ist. Ich wünschte, dass dieser Fall erledigt wäre. Also denkst du, dass es Elena ist, die wir suchen? Da bin ich ziemlich sicher. Pearl beschattet sie gerade. Ich will darüber nicht reden. Was willst du mir sagen? Naja, ich möchte, dass du mir etwas besprichst. Also gut. Danke. Ich möchte, dass du anfängst, deine Kräfte zurückzugewinnen. Und für uns zwei ernsthafte Zukunftspläne schmiedest. Solche Pläne, wie wir sie vor ein paar Monaten hatten. Denkst du, du kannst das schaffen? Ohne deine Hilfe klappt es nicht. Fangen wir damit gleich an. Heb den Arm hoch. Richtig so. Sehr gut. Lehn dich etwas zurück. Der Anrufbeantworter ist aus. Ja? Was macht Carmen denn bei dir? Es darf doch nicht wahr sein. Ich habe dir deutlich gesagt, du sollst auf sie Acht geben. Ja, klar. In Ordnung. Beobachtet bloß die Ausgänge und rührt euch nicht. Pearl? Pearl, du bist für meine kleine Schwester verantwortlich. Ja. Sag mir, was passiert ist. Pearl und Carmen haben sich mit Elena angelegt und sie in der Weinkellerei in eine Falle gelockt. Was? Ja. Ich meine, wie konnte... Geht es Kane gut? Wir konnten ihn rechtzeitig wegbringen. Wo ist er? Er ist in Sicherheit. Ich muss Carmen da rausholen, bevor ihr was zustößt. In Ordnung. Ich werde mit dir gehen, Cruz. Nein, Elena ist bewaffnet. Sie ist gefährlich und unberechenbar. Du bleibst hier, verstanden? Wieso? Weil ich nicht laufen kann? Nein, damit hat das gar nichts zu tun. Du könntest eine Weltrekordläuferin sein. Es ist zu gefährlich. Es tut mir leid. Ich rufe dich an. Was ist das? Meine Schlüssel zum großen Leben. Was? Vor dir sitzt der stolze Besitzer des umwerfendsten Sportwagens, den du je gesehen hast. Ein kirschrotes Cabrio mit kompletter Stereoanlage. Es besitzt alle Extras. Ein Wahnsinnsauto. Komm, wir machen einen Augenblick. Warte mal einen Moment. Jake! Also, ich weiß vielleicht nicht viel über Autos, aber ich habe das Gefühl, es ist sehr teuer gewesen. Nicht die Bohne. Ich konnte einen sehr günstigen Preis ausmachen. Sie räumen das Lager, weil sie bald neue Modelle erwarten. Ich wusste gar nicht, dass du nach einem neuen Auto gesucht hast. Naja, habe ich auch nicht. Aber da stand plötzlich dieser Wagen und ich musste einfach einsteigen. Und wie es so geht, es hat mich voll erwischt. Ich habe mich verliebt. Keine besonders billige Investition. Sicher. Ich gebe das Geld für mich aus, Haley. Es gibt viele Menschen, die nie Gelegenheit dazu haben, ihre Wünsche zu verwirklichen. Und ich will nicht, dass es mir ebenso geht. Unter Garantie gehen doch einige Monatsgagen für diesen Sportflitzer drauf. Und wenn schon? Dann kann ich nur hoffen, dass... dein Vertrag als Fotomodell sehr lange laufen wird. Das ist halb so wild. Ich habe so viel Erfolg in letzter Zeit, da spielt Geld keine Rolle. Du brauchst keine Angst zu haben. Na, komm her. Es ist irgendwie zu ruhig da drin. Wieso gehen wir nicht rein? Ich stürze mich auf sie und du packst sie von hinten. Was soll denn der Unsinn? Du spinnst doch. Ich würde mir lieber Gedanken darüber machen, was dein Bruder dazu sagt. Da! Das ist sehr vernünftig. Was tust du denn? Carmen, wenn du klug bist, dann sagst du jetzt kein Wort. Du wirst hier warten. Wie sieht es denn aus? Wir haben weder etwas gesehen noch gehört. Sie rührt sich nicht. Na gut, dann werde ich reingehen. Ich will, dass du hier wartest. Dann pass gut auf Carmen. Ja, natürlich, klar. Mach ich.
niemand da. Ich habe die Tür scharf bewacht. Wie ist sie nur hier rausgekommen, hä? Kann sie vielleicht durch Wände gehen oder zaubern? Tja, bevor wir uns diese Frage stellen, solltest du mir vielleicht einige Dinge erklären, Pearl. Bitte, hör zu, jetzt spring mir nicht deswegen an die Gurgel. Klar, es war Carmens Idee mitzukommen, nicht meine. Quatsch, hat die Kleine dich eingeschüchtert? Sie ist erst 17 Jahre alt. Nicht erst, schon 17 Jahre alt. Und wenn sie sich zu etwas entschlossen hat, dann setzt sie auch ihren Kopf durch. Durch ein Verbot wird sie nur widerspenstig und tut es erst recht. Ich weiß das, das ist nicht der Punkt. Also, ich habe gedacht, solange sie bei mir ist, weiß ich, was sie treibt. Sie rennt einfach hinterher und kann keinen Ärger machen. Jetzt stell dir vor, sie wäre allein losgegangen. Und das hier nichts war nichts? Nichts ist passiert, alles ja. In Ordnung. Willst du mir etwa weismachen, dass gar nichts passiert ist? Das hier sieht nach einer Wüstenballerei aus. Es hat doch toll funktioniert. Wir haben ja eine Falle gestellt und wenn Kane hier gewesen wäre, würde er jetzt wie ein Schweizer Käse aussehen. Bom, 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 bom! Sie hat geballert, bis die Trommel leer war. Sie sollte schleunigst in eine Knapsmühle gebracht werden, weil sie nicht mehr ganz richtig tickt. Niemand verhaftet sie. Nur weil sie ein paar Schüsse auf eine Decke abgefeuert hat. Jetzt ist dir klar, dass wir hinter ihr her sind und alles war für die Katz. Kapierst du jetzt, wieso ich verlangt habe, dass du mir die Sache überlässt? Ja, tut mir leid, ich hab's vermasselt. Gut, hiermit entschuldige ich mich. Also, was machen wir jetzt? Was würdest du sagen? Ich will dich und Carmen da raushalten. Ja, und was willst du tun? Was wohl? Ich werde versuchen, sie zu finden und sie davon überzeugen, dass niemand gesehen hat, was passiert ist. Laken, hallo. Tut mir leid, dass ich zu spät komme, aber ich musste noch etwas ausgesprochen Wichtiges erledigen. War es denn so wichtig? Oh, nur etwas Familiäres. Hast du schon bestellt? Ich habe furchtbaren Hunger und habe keine Zeit zu essen. Was? Du hast mir versprochen, dass du heute viel Zeit ich hast. Weiß, was ist los? Ich weiß, aber es ist was dazwischen gekommen. Heute Morgen habe ich die voraussichtlichen Einnahmen des Weingutes kurz durchgerechnet. Und es sieht gar nicht gut aus. Aber vielleicht bringen wir demnächst ein völlig neues Produkt raus. Eine Art Weinschorle. Das könnte ein Marktrenner sein. Das klingt ja wirklich interessant. Ich weiß nicht, ich bin noch neu in dem Geschäft. Ich lerne noch, aber es könnte klappen. Bestimmt, du hast einen guten Riecher. Naja, sicher, aber das allein reicht nicht aus. Ich will das Weingut übernehmen und zu einem lukrativen Geschäft machen. Und dazu muss ich konkurrenzfähig sein. Das wirst du. Davon bin ich fest überzeugt. Na, hör zu, ich habe daran gedacht, später nochmal zum Weingut hinzufahren. Ja? Willst du mich begleiten? Ach, ja, das möchte ich. Schön. Was hältst du davon, wenn Brick uns einen kleinen Picknickkorb zusammenstellt? Gute Idee. Magst du Hähnchen? Oder vielleicht... Ich kann nicht. Ich muss erst etwas Dringendes erledigen. Wie wär's, gegen 7 Uhr? Egal, alles klar, ich werde dich abholen. Gut, lass mich nicht warten. Ich dachte, dein Freund würde nie verschwinden. Ich bin nicht interessiert, klar? Was hast du bloß, Kleine? Wir wollen dir doch bloß Gesellschaft leisten. Wenn ich dein Freund wäre, würde ich sowas Hübsches ganz bestimmt nicht allein lassen. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Bitte gehen. Entschuldige. Du musst noch lernen, nett zu den Männern zu sein. Dann sind sie auch nett zu dir. Fassen Sie mich nicht an! Ich mag es, wenn du dich willst. Leute, was soll das hier? Misch dich gefälligst nicht ein, das geht dich überhaupt nichts an. Lassen Sie die Frau in Ruhe. Den Kerl kenne ich aus der Werbung für das neue Rasierwasser Beast. Sag mal, ist das deine Wildkatze? Na, Süße? Willst du wissen, wie es mit dem richtigen Mann ist? Brüllen Sie sie nicht an! Jake, komm, lass uns gehen, bitte! Wenn du unbedingt Ärger willst, komm her, Schwuchtel! Jake! Oh! Bist du sehr wütend? Ja, ich bin sehr wütend. Komm her zu mir. Na, mach schon, ich fress dich nicht. Also? Jag mir bitte nie wieder solch einen Schrecken ein. Es tut mir leid, Cruz. Ich weiß. Carmen, begreifst du denn nicht, wie gefährlich das ist? Wenn ich dir sage, dass du etwas tun sollst, dann geschieht das nicht, weil ich gemein bin oder weil ich dich herumkommandieren will. Ich weiß, was passieren kann. Ich liebe dich. Und ich will nur auf dich aufpassen. Was würde Mama sagen, wenn durch meine Schuld dir etwas zustoßen würde? Ich wollte dir doch nur helfen. Ich weiß, aber du kennst dich doch nicht wirklich aus. Das ist eine gefährliche Arbeit. Du willst helfen? Na gut, dann setz dich vor unser Telefon. Okay? In Ordnung. Na? Entschuldigt bitte. Was machen wir jetzt? Was jetzt am wichtigsten ist, sie weiß, dass wir Kane irgendwo für ihr versteckt haben.
Wir müssen Elena schleunigst auftreiben, bevor sie ihn findet und umbringt. Wie sollen wir das anstellen? Ich will ihr eine Falle stellen. Dazu müssen wir sie allerdings in unsere Untersuchung einbeziehen, als würden wir volles Vertrauen zu ihr haben. Und mit etwas Glück glaubt sie uns das. Ja, das ist vielleicht gut. Naja, wenn sie meint, dass sie freie Bahn hat, dann wird sie zuschlagen und dabei schnappen wir sie uns. Cruz, du tust dir doch nichts, oder? Nicht, wenn ich es vermeiden kann. Aber bitte pass auf, dass es glaubhaft ist, was du ihr erzählst, denn sie ist unberechenbar. Pearl, wirklich, ich weiß, was ich tue. So, Mist. Steckt euch hin. Was zum Teufel tust du denn hier? Ich wollte euch helfen. Hier kümmert sich offenbar keiner um das, was ich Ihnen sage. Würdet ihr uns bitte für einen Augenblick allein lassen? Ja, okay. Hast du nicht zugehört? Ich habe dir gesagt, du sollst auf keinen Fall herkommen. Du hast das so entschieden. Ich halte es einfach nicht aus, dass du um meinetwegen dein Leben aufs Spiel setzt und ich nichts tue. Ich habe vermutlich die Lawine losgetreten. Ich bin darin verwickelt. Ja, das mag sein. Deswegen musst du aber nicht hierher kommen und riskieren, erschossen zu werden. Jetzt erzähl mir endlich, was hier passiert ist. Wo ist Elena? Elena ist nicht hier. Weg, futsch, keine Ahnung. Und wo ist Kane? Ted hat ihn zum Jagdhaus deiner Eltern gebracht. Er ist in Sicherheit. Gut, ich fahre gleich zu ihm. Nein, das wirst du nicht tun. Ich möchte Kane aber heute noch sprechen. Was willst du eigentlich beweisen? Du möchtest wohl herausfinden, wie viel du dir noch zumuten kannst. Genau, und das werde ich weiterhin tun. Ist dir klar, was du riskierst? Du hattest in der letzten Zeit Fortschritte gemacht, aber die waren dann alle umsonst. Cruz, ich möchte, dass du das richtig verstehst. Es ist keine Dummheit. Diese Dinge muss ich jetzt einfach tun. Du sagst selbst immer, wenn ich will, dass es mir besser geht, muss ich mutiger werden. Genau das versuche ich. Ich muss das machen. Ich brauche das, Cruz. Ich glaube, dass ich Kane helfen kann. Dazu musst du mir aber die Chance geben, ihn zu sehen. Warum machst du es mir nicht wenigstens dieses Mal ein bisschen leichter? Ich denke, ich verlange von dir jetzt nur, was du von mir verlangst, seit ich zurückgekommen bin. Bitte, tu es für mich. Bin ich etwa egoistisch oder was? Hältst du das für Besserwisserei? Bloß weil ich dich beschützen will? Ich finde, dass du das nicht zu tun brauchst. Das hast du nicht nötig. Ich möchte doch bloß verhindern, dass ich dich wieder verliere. Du wirst mich nicht verlieren. Das verspreche ich dir. Ich muss verrückt sein, aber ich bitte Pearl und Carmen, dass sie dich zu ihm bringen und ich suche inzwischen nach Elena. Danke, aber sei vorsichtig. Jetzt machst du dir wieder zu viele Sorgen. Ich darf das auch. Ach ja, ich pass schon auf. Und du sagst Paul von mir. Ich hänge ihn auf, wenn er nicht richtig auf dich und die Kleine Acht geben sollte. Entschuldige. Ich rufe an, wenn ich Elena gefunden habe. Alles klar. Ist sonst noch etwas, Sir? Ja, ich liebe dich. Ich dich auch. Gib mir einen Kuss. Oh, danke. Sir. Jake! Oh. Hilft denn keiner, Frick? Oh. Sagen Sie, kenne ich Sie? Nein, Mr. Wallace. Allerdings kenne ich Sie. Mein Name ist Reed. Ich wollte Sie sprechen. Ich komme von der Prüfungskommission der Polizeiakademie. Bin ich zu früh da? Nein.
Na, was haben wir denn? Wollen Sie nicht Ihren Morgenmantel ausziehen? Na gut, dann muss ich Ihnen wohl dabei helfen. Los jetzt, lass mich sehen, ja? Ja. Sei vorsichtig. Wie sieht es aus? Schrecklich, die Nase schwillt immer weiter an. Lass den Eisbeutel drauf. Ich glaube, sie ist gebrochen. Nein, sicher nicht. Ausgerechnet jetzt muss das passieren. Kaum verschulde ich mich für ein neues Auto, kann ich meinen Job vergessen. Wieso habe ich auch den starken Mann markiert? Wo ist eigentlich Layton geblieben? Sie ist schon weg. Na, großartig. Sie hätte wenigstens Danke sagen können. Also jetzt hör mal. Die Sache wird schon nicht so schlimm sein. Dass ich meinen Job verliere? Quatsch, die werfen dich nicht raus. Die wollen doch kein Fotomodell mit einer gebrochenen Nase. Aber warte vielleicht. Werben sie mit mir für plastische Chirurgie oder so? Die werden dich nicht feuern. Dafür bist du zu gut. Das war ich, bis mein Gesicht demoliert wurde. Du hast doch vorhin selbst gesagt, wie schnelllebig das ist und dass es kein Job für immer wäre. Und außerdem kann ich mit dem, was ich als Barkeeper verdiene, nicht den Wagen bezahlen. Nein, nein, denk jetzt über sowas nicht nach. Erstmal brauchst du einen Arzt. Einen Arzt? Ich habe morgen Aufnahmen. Da hilft nur noch ein Wunderdoktor. Das wird schon nicht so schlimm sein. Also los. Liegt was Besonderes an? Nein, nicht. Ich muss nur was durchsehen. Es geht um Arbeit, die nicht warten kann. Lassen Sie es bitte liegen. Ich habe etwas Dringendes mit Ihnen zu besprechen. Jetzt gleich. Es ist etwas passiert. Danke. Hochinteressant. Sie haben mich mit Ihrem Auftritt richtig beeindruckt. Ja? Sie wissen, warum ich hier bin? Da kann ich nur raten. Sie sind hier, um zu prüfen, ob ich für die Polizei geeignet bin. Mr. Wallace, nach dem, was hier eben vorgefallen ist, habe ich die Pflicht, Ihre Unterlagen in die Ablage zu legen. Und eines Tages fliegen Sie kurzerhand ins Feuer. Ich habe Sie verstanden. Lassen Sie mich das erklären. Das Restaurant gehört mir, also kann ich doch nicht zusehen, wenn sich jemand prügelt. Die waren von Anfang an auf Den Schreien Sie nicht aus. Verhindert haben. Als ich dazu kam, war die Schlägerei schon im Gang. Prügeln Sie sich immer, wenn es Probleme gibt? Natürlich nicht. Schön. In Ordnung. Vergessen Sie es. Es ist Ihnen sowieso egal, was ich sage. Nein, ich Jane, vergiss es. Sagen. Hat mich sehr gefreut. Ich muss nicht einmischen. Danke. Hören Sie, ich weiß, dass Sie hier sind, um Brick kennenzulernen. Also, wenn es irgendetwas nützt, dann bürge ich sehr gern für ihn. Absolut. Und parteiisch? Nein, das bin ich überhaupt nicht, weil ich mit Brick zufällig sehr gut befreundet bin. Ich weiß, dass er auf jeden Fall eine faire Anhörung verdient. Ich bin mir sicher, dass Sie immer alle Fakten sorgfältig prüfen, bevor etwas entschieden wird. Das ist die übliche Vorgehensweise. Es muss doch auch manchmal vorkommen, dass Sie sich in jemandem irren. Ja, und? Was Sie hier gesehen haben, war kein normaler Kneipenkrach. Die beiden Typen haben angefangen zu stänkern, um sich eine Schlägerei zu liefern. Und da hat Rick einen Freund verteidigt. Hm. Das ist es, was Sie gesehen haben. Und warum haben Sie nicht die Polizei herkommen lassen? Bis die eingetroffen wäre, hätten die zwei bestimmt alles zerschlagen. Genau. Möglicherweise, aber vielleicht auch nicht. Brick wollte keinen Streit anfangen, aber er wird auch niemals vor einem davonlaufen. Er hat sich auch schon mit dem Rathaus angelegt. Ich kann mich lebhaft daran erinnern. Dann wissen Sie, dass er sich trotz allem, was er durchgemacht hat, für das einsetzt, was er für richtig hält. Ich möchte mehr Leute wie ihn als Polizisten auf unseren Straßen sehen, die wirklich tapfer sind. Es gefällt mir, dass Sie sich so einsetzen. Und Mr. Wallace hat viel Glück, dass er Sie auf seiner Seite hat. Tja, ich versuche einfach objektiv zu sein. Ja, eindeutig. Ich muss darüber nachdenken. Jemand, der so viel Vertrauen erhält, hat das Recht auf eine gründliche Prüfung, ohne Gewähr. Danke, Sir. Moment, ich kann vorher nichts versprechen. Es gibt einige Vorbehalte gegen Sie. Mein Bericht ist eine Empfehlung, aber keine Entscheidung. Mehr kann ich nicht tun. Verstehe, aber trotzdem bin ich froh, dass Sie mir noch eine Chance geben. Vielen Dank. Danken Sie nicht mir, sondern ihr. Hm? Auf Wiedersehen. Komm her! Großartig! So ein tolles Haus würde mir auch gefallen. Carmen, was hältst du davon, wenn wir nach draußen gehen und ein bisschen frische Luft schnappen? Ha? Willst du etwa hier spazieren gehen? Ha? Wie bitte? Na hier. Hallo. Richtig, gehen wir. Und wie geht es dir? Hast du hier auch alles? Ich bin bestens versorgt. Ich fühle mich schon fast wie zu Hause. Du siehst immer besser aus.
Ich höre, dass du wieder etwas fühlst in den Beinen. So ein Zwicken, ja, ab und zu. Das ist toll. Offensichtlich weiß Cruz genau, was er zu tun hat. Von mir kann ich das leider nicht behaupten. Ich finde, du kannst stolz auf dich sein. Ich verdanke es dir, dass es mir inzwischen viel besser geht. Also, das glaube ich nicht. Freut mich, dass du solche Fortschritte machst und dass ihr beide wieder zusammengekommen seid. Ich weiß, wie sehr du dir das gewünscht hast. Tja, also, was führt dich zu mir? Ich bin hier, weil ich mir Sorgen um dich mache und ich wollte sehen, wie es dir geht. Ironie des Schicksals. Wir zwei wieder in einem Haus in den Bergen. Aber diesmal bin ich gefangen. Ich wüsste gern, ob dir wieder etwas zu dieser Frau eingefallen ist. Die meisten Erinnerungen fehlen mir noch. Es sind nur Bruchstücke, undeutliche Gesichter. Bloß Fetzen, aber ohne irgendeinen Zusammenhang. Es ist alles so unklar, dass ich nichts erkennen kann. Ich kenne dieses Gefühl. Es war, naja, es war besser, als Kelly mir dabei geholfen hat, aber jetzt ist alles weg. Vielleicht erinnerst du dich an etwas ganz Besonderes. Ich bin in einem Krankenhaus und ich sehe eine Frau. Sie steht neben meinem Bett, aber ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Ich sehe nur Schatten, sie lacht. Aber irgendwie sehe ich diese Frau nur undeutlich und ich kann sie nicht erkennen. Sie scheint sich von mir immer weiter wegzubewegen. Mir fehlt einfach die Person, der ich völlig vertrauen kann. Daran liegt es, glaube ich. Aber ich bin doch hier. Ich meine, das ist nicht mehr das Gleiche. Kane, ich bin deine Freundin. Du kannst dich auf mich verlassen. Du weißt doch, du kannst auf mich zählen. Danke, das bedeutet mir sehr viel. Mir geht es ebenso. Heißt das, die beiden haben niemanden aus dem Weinkeller weggehen sehen? Sie sagen, dass sich überhaupt nichts gerührt hat. Sie wissen, dass es eine Frau war und dass sie weg ist. Und haben Sie nicht mehr Anhaltspunkte finden können? Ich meine, irgendeinen Hinweis, wer das war. Wir haben tatsächlich nicht viel. Ich will Ihnen sagen, was ich denke. Ich glaube nämlich, es ist Pearls Schuld. Als er die Schüsse gehört hat, wollte er nicht, dass Carmen in Gefahr gerät und ist mit ihr weggerannt. Ja? Ja. Woher wissen Sie denn eigentlich so genau, dass es eine Frau war? Fußspuren. Es waren dieselben Fußspuren wie nach den anderen Anschlägen. Ein paar Frauenschuhe. Das reicht aber doch nicht aus. Ganz und gar nicht. Und deshalb brauche ich Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Ja. Sie überraschen mich sehr. Ach ja? Entschuldigen Sie bitte, aber ich war inzwischen ziemlich sicher, dass Sie mich nur äußerst ungern in diesen Fall einschalten. Ich muss Sie um Entschuldigung bitten. Es gab hier einige Spannungen in der letzten Zeit, das gebe ich zu. Dieser Fall macht uns alle ein bisschen fertig. Die ganze Stimmung ist gereizt und es tut mir leid, wenn ich manchmal ein bisschen ungerecht war. Schon gut. Na also, wie kann ich Ihnen denn helfen? Vielen Dank. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und irgendwie habe ich das dumme Gefühl, dass ich mit diesem Fall überhaupt nicht mehr zurechtkomme. Sie haben einen scharfen Verstand und sehr viel Erfahrung. Wir sind hinter einer Mörderin her, die auf eine typisch weibliche Art denkt, wenn es so etwas gibt. Ich finde also, Sie als Frau müssten da weniger Schwierigkeiten als ich haben. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es klingt sehr schwierig. Nach dem, was Sie erzählt haben, weiß sie, was sie tut. Natürlich, es wird bestimmt schwer. Sie müssen herausfinden, was sie als nächstes plant und es verhindern. Aber ich vertraue da ganz Ihren Instinkten, denn das habe ich eigentlich schon immer getan, wenn es um kriminelle Denkweisen ging. Oh, wirklich? Also, ich weiß einiges über kriminelle Denkweisen, weil ich mich damit schon seit langem beschäftige. Gut, Sie werden wahrscheinlich Ihr ganzes Wissen brauchen, wenn Sie an diesen Fall gehen. Passen Sie aber auf, denn wir müssen vorsichtig sein. Sie wissen ja, was man über Psychopathen sagt. Es ist unmöglich, vorauszuahnen, was Sie als nächstes tun. Diesen Schacht geflohen sein. Da kann man doch kaum durchkrabbeln. Ja, aber für eine Frau ist er groß genug, um durchzukriechen. Das war sehr gut vorbereitet.
Sie mag verrückt sein, aber sie weiß genau, was sie tut. Ich finde, wir sollten uns jetzt draußen umsehen. Wieso haben Sie es so eilig? Das hier interessiert mich, Sie sicher auch. Ich meine, die vielen Einschüsse, sehen Sie mal, die Decke ist durchsiebt worden. Etwas schießwütig, würde ich sagen. Wahrscheinlich hat sie so herumgeballert, um sicherzugehen, dass Kane wirklich tot ist. Für mich sieht das wie ein Overkill aus. Ich finde, es sieht eher nach einer festen Absicht aus. Oder die Frau ist geisteskrank. Also, was glauben Sie? Was bringt eine Frau dazu, so etwas zu tun? Großer Hass. Das ist es. Grenzenloser Hass. Eine äußerst gefährliche Art von Leidenschaft, denn sie frisst alles auf und vernichtet radikal, was sich ihr in den Weg stellen will. Ja, aber das geht fast über meinen Horizont. Das ist eine völlig fremde Denkweise für mich. Wissen Sie, so ein Mensch hat nicht die üblichen Maßstäbe, sondern eigene. Das ist bitter. Was sollen wir tun? Ich fühle mich wirklich geschmeichelt, dass Sie mich danach fragen. Vielleicht bin ich verrückt. Ich setze auf Ihren Instinkt. Ich bin völlig ratlos, wie es jetzt weitergehen soll. Wir müssen versuchen, so zu denken, wie sie denkt, aber das wird ganz sicherlich gar nicht so einfach sein. Ich könnte wetten, dass sie der Ansicht ist, dass ihr Handeln vollkommen gerechtfertigt ist. Ja, davon habe ich gehört. Sagen Verrückte nicht oft, dass sie nicht verrückt sind. Und das ist wohl auch der Grund, warum das Verhalten von Psychopathen nur schwer durchschaubar ist. Diese Leute glauben immer fest an ihre Unschuld, nicht wahr? Das macht überhaupt ihre Gefährlichkeit aus. Weil sie für das Erreichen ihrer Ziele keinerlei Mühen scheuen. Aber hinterlassen viele nicht Hinweise. Sie wollen, dass man auf sie aufmerksam wird und sie fasst. Und sie sind enttäuscht, wenn diese Spuren übersehen werden. So, als ob sie eine schwere Schuld loswerden wollen. Ja, ja, schon verstanden. Ich kenne mich damit eben nicht aus. Also, was tun wir als erstes? Naja, was würden Sie raten? Was machen wir? Ich würde sagen, dass wir Kane im Auge behalten sollten. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass sie nicht aufhört, neue Mordanschläge auf Kane zu unternehmen. Es sei denn, jemand tötet sie. Mir geht es genauso. Ich meine, ich kann sie fast sehen. Es ist wie in einem Film, nur dass immer ein paar Bilder fehlen. Ich kann nur mit wenigen Erinnerungen etwas anfangen. Ich weiß zum Beispiel, dass eine Frau in meinem Auto war. Ich kann beinahe ihre Stimme hören, aber mir will ihr Gesicht einfach nicht mehr einfallen. Hältst du es für möglich, dass es dieselbe Frau ist, die bei dir im Krankenhaus war? Keine Ahnung. Du musst dich an die Frau erinnern. Bitte versuch es. Ich möchte, dass du dich konzentrierst. Versuch doch mal an nichts anderes mehr zu denken, Kane. Also, du hast gesagt, dass sie neben deinem Bett gestanden hat. Jetzt versuch, sie zu sehen. Ja. Was tut sie? Sie lacht, glaube ich. Konzentrier dich weiter. Kannst du vielleicht etwas beschreiben, das dir irgendwie bekannt vorkommt? Sie hat lange Haare. Was ist mit ihrem Gesicht? Ich kann es nicht sehen. Versuch es weiter, streng dich an. Sieh genau hin. Wie sieht sie aus? Sie ist keine Fremde. Du kennst sie gut. Wer ist sie? Ich weiß es nicht. Doch, du weißt genau, wer es ist. Es ist Eleanor Norris. Sie hat vor kurzem versucht, dich am Strand zu erschießen. Heute hat sie wieder zugeschlagen. Sie will deinen Tod. Sie setzt alles daran, dich umzubringen. Es tut mir leid. Was hast du gerade gesehen? Ich weiß es wirklich nicht. War es Elena? Sie könnte es gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher, es war irgendjemand. Eden, ich kann dir nichts weiter über die Frau sagen. Es tut mir leid.
Wenn ich etwas von exquisiten Wein höre, denke ich immer gleich an eingebildete Snobs, die andere Leute beeindrucken wollen. Ja? Yeah? Dieser Wein besitzt einen Hauch von Himbeere. Einen Hauch von Himbeere? Es tut mir leid, aber du wirkst nicht so, als ob du zu diesen Wichtigtouren passt. Dann glaubst du also nicht, dass ich mich für dieses Geschäft eigne? Natürlich nicht. Du gibst einfach nicht genug an. Ich weiß es ja, du bist sehr ernsthaft. Mhm. Aber ich mag es, wenn du lässig und lustig bist. Lässig und lustig? Ja. Ja. So willst du mich also? Ja. Das klingt mehr nach den Eigenschaften eines Rettungsschwimmers. Entschuldigung. Also das sieht genauso aus wie auf dem Bild von den Weinstampfern. Nur mit einem Unterschied. Die Leute auf dem Bild, das nebenan hängt, stampfen die Weintrauben mit ihren Füßen und nicht wie du mit dem Hinterteil. Gemein, halt, das hast du absichtlich gemacht. Aber ich dachte, das tut mir aber leid. Ja, das hast du. Bitte hilf mir, hier herauszukommen. Mein Schatz. War das denn wirklich nötig? Oh. Das hast du verdient. Ja. So. Das ist nicht anders gewollt. Hör auf! Hast du, ich krieg keine Luft mehr. Nada. Hast du genug? Ich war dir also vorhin zu ernst. Ich mag das an dir. Hör, ich hatte heute so viel Spaß. Das nennst du Spaß? Davon würde selbst Godzilla graue Haare kriegen. Doch, wirklich. Es war einfach ganz toll. Wenn ich mit der Schule fertig bin, werde ich Detektiv. So wie du und Cruz. Dein Bruder wird da aber ganz anderer Meinung sein. Und wenn schon. Er kann mir doch nicht ewig alles vorschreiben. Jetzt hör mal. Das versucht er doch auch gar nicht zu tun. Er liebt dich. Und er will einfach nicht, dass dir etwas zustößt. Ich habe den Eindruck, dass du auch den Beschützer spielen willst. Das ist sehr nett, danke. Warum ist so ein netter Kerl noch immer allein? Tja, keine Ahnung. Mir fehlt nur die richtige. Oder vielleicht stimmt der Spruch, dass die Netten immer zum Schluss drin kommen. Oder beides ist wahr. Ich weiß nicht. Es liegt sicher nicht an fehlenden Bemühungen. Ja, ich verstehe. Ich kenne das immer, wenn ich einen Jungen kennenlerne, gibt es eine Enttäuschung. Mein Liebesleben ist eine Pleite. Mit 17 Jahren wirklich sehr treffend gesagt. Du weißt schon, was ich meine. Ich möchte auch mal so verliebt sein wie Cruz und Eden. Die zwei sind einfach ein perfektes Paar. Denkst du, ich erlebe so etwas Ähnliches auch mal? Das weiß ich nicht. Ich finde, du machst dir da jetzt ganz unnötig Gedanken. Naja, wenn ich ein Mauerblümchen sein muss, dann will ich lieber hier sein. Zusammen mit dir. Aha. Ich bin schwer gerührt, wirklich. Hallo, Tag. Habt ihr schon gegessen? Ich wollte heute ausprobieren, wie das neue Seafood-Restaurant ist. Ich bin nicht besonders hungrig, ja. Nein? Nein. Ist aber schade. Komm, Carmen, dann müssen wir Frauen eben allein gehen. Weißt du, Elena... Ich bestell dir Hummer. Was hältst du davon? Nein, ich muss dich enttäuschen, weil Cruz schon mit ihr essen geht. Ich fahre sie gleich rüber, weißt du? Ja. Oh, ich möchte dich natürlich nicht in Schwierigkeiten bringen. Davon habt ihr zwei heute ja mehr als genug gehabt, wie ich gehört habe. Soll das heißen, du bist ziemlich sicher, dass es Elena war? Also, es würde mich nicht wundern, wenn sich das herausstellt. Okay. Bitte sehr, es war das merkwürdigste Gespräch, das ich jemals geführt habe. Einmal ist Cindy völlig ahnungslos und ich denke schon, sie glaubt mir, wenn ich ihr erzähle, dass die beiden niemanden erkennen konnten. Dann sieht sie mich an, als wüsste sie, was ich vorhabe. Aber ich glaube, es hält sie nicht davon ab, weiterzumachen. Es war schon fast unheimlich. Wir reden über die seltsame Denkweise vom Psychopathen. Und sofort erzählt sie mir eine Menge über ihr Leben. Ehrlich gesagt, das klingt, als ob sie völlig unberechenbar ist und auf keinen Fall aufgibt. Dass sie in deiner Nähe ist, gefällt mir gar nicht. Wir wissen doch beide, wie gefährlich sie ist. Ja, aber ich tappe da nicht blind rein. Ich kenne einen Arzt, mit dem ich darüber geredet habe. Und er hat mir gesagt, worauf ich achten muss. Aber ich möchte über noch etwas mit dir sprechen. Es ist nicht in Ordnung, dass du wieder so viel mit Kane zusammen bist. Zwar wissen wir es noch nicht genau, aber einiges weist darauf hin, dass er und Elena was miteinander zu tun haben.
Und das kann nur eins bedeuten. Die zwei machen gemeinsame Geschäfte oder haben es getan. Gruß, das ist doch unmöglich. Denn wenn das der Fall ist, wieso hat er mich gerettet? Und wieso will sie, dass ihr Komplize stirbt? Keine Ahnung, aber vielleicht befürchtet sie, dass er zu viel über sie weiß. Oder möglicherweise hat sie Spaß am Töten. Ich weiß es nicht. Aber ich werde das herausfinden. Und bevor ich weitere Schritte unternehme, spreche ich nochmal mit dem Arzt. Aber ich weiß schon, wie ich sie erwische. Und was, wenn dein Plan schief geht? Der wird nicht schief gehen. Diese Frau hat schon zu viel Schaden in ihrem Leben angerichtet. Und uns beiden zu viel von unserer Zeit weggenommen. Ich schenke ihr keine Minute mehr. Ich wollte dir noch sagen, ich bin wirklich stolz auf dich. Ich bin auf mich auch stolz. Schließlich konnte ich einen Kerl an Land ziehen, der versucht, mich so zu nehmen, wie ich bin. Und nichts Unmögliches von mir verlangt. Hm? Naja, ab und zu spüre ich schon ein gewisses Verlangen. Wirklich? Nach der Uhrzeit? Ja. Nein, nach etwas anderem. Glaubst du, dass du weißt, was ich meine? Ich denke, dass ich dich richtig verstanden habe.